hier ist unser Affenbande. Die sind heute ganz schön aktiv irgendwie. Weltuntergang sagen, hier scheint es aber irgendwie keinen zu kümmern. Oh oh. Wir haben keinen Schirm mit heute. Keine Regenjacke. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true. Fahrzeichen von Langkram. Wir sind jetzt hier mal im Süden von Langkawi, an der Straße, wo die ganzen Hotels sind, die wir uns auch angeguckt haben. Und eigentlich haben wir das in unserem Urwald da ganz gut getroffen. So, also Strand war jetzt hier nicht so schwer zu finden. Und es ist auch sogar relativ bis ganz leer. Warm, kalt. So, der Sand hat hier eine sehr komische Konsistenz, so kiesartig, aber grau und dann mit so einem Crunchy-Zeug nochmal irgendwie überzogen, hier ganz das hauchfein. Sehr komische Konsistenz von dem Strand. Und hier, wo das Wasser ist, ist es eher grau. Hier wohnt wer? So, an den Hauptstränden wird hier so Parasailing gemacht. Wird mit Booten viel gefahren. Wasserski und so Jetski. Zum Baden kann man machen, gibt es aber schönere Ecken, also auf der Welt. Langkawi, würde ich sagen,
ist nicht zwangsweise zum Baden oder Strandurlaub geeignet. Wasserspielereien, ja. Baden, naja. Wir waren gerade mal im Supermarkt ein bisschen einkaufen, ein paar Getränke und so weiter, ein paar Süßigkeiten und so ein bisschen was. Haben hier eine ganze Riesentüte voll gekauft für sage und schreibe umgerechnet 5 Euro. So macht das Einkaufen Spaß. Wasser ist mir das nichts mit wenn die hier wegen Mücken und so weiter. Siehst du vom Prinzip her, vom Langkawi, das Stück hoch und runter und machst 2-3 Touren, die dich auch wieder ein Schweinegeld kosten und hast vom Prinzip her von den Locals, von den Einwohnern hier nicht viel mit. We'll be right back.
heute Abend essen wir hier im Foxy. Was ist Foxy? Wie sind wir darauf gekommen? Foxy haben wir im Internet gesehen und die haben das da. Das da ist das Treetop-Haus von Foxy. Das wollten wir eigentlich buchen, aber es war leider nicht über die komplette Zeit frei. In diesem Haus kannst du fast über ganz Langkawi gucken. So, das ist der Pool von Foxy. Und du lebst hier oder wohnst hier in Foxhill, genau am Dschungel. Das heißt, du hast hier auch alle Tiere, die du dir irgendwie im Wald noch vorstellen kannst. Traditionell malaysische Küche. Und zwar kocht sie auch selber. Musik.